Mambo Vipi, Leute, und willkommen zu einem neuen Demo-Let's Play. Und zwar von Massira oder Massira, keine Ahnung genau, wie man das ausspricht. Das Spiel ist gestern rausgekommen, also als Demo-Version. Ich habe gelesen, es geht darum, dass man das Mädchen und ihre Großmutter auf ihre Reise begleitet nach Deutschland. Das sind Kriegsflüchtlinge. Und am Ende der Beschreibung stand noch, man soll sich dadurch quasi ein besseres Bild machen können von den Flüchtlingen. Oder indirekt gesagt, man soll offener, also man soll verstehen, was die durchgemacht haben durch diese Reise. Ich weiß nicht, was man davon jetzt unbedingt halten soll. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was in diesem Spiel passieren wird. Und es ist auch, glaube ich, so eine Art Botschaft, ich will jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, dass sie zum Beispiel jetzt keine richtigen Gesichter haben, weil vielleicht soll man die nicht so als Personen sehen, sondern nur als Art Flüchtlinge im ersten Moment, und dann wächst man quasi mit der Zeit sozusagen an sie heran, also man lernt sie kennen, man weiß, was das für Personen sind, und am Ende kommt dann so eine Art Plot-Twist oder sowas und deren Einreise wird verweigert nach Europa. Und dann, weiß nicht, fühlt man was für diese Menschen. Ich habe so das Gefühl, dass das Spiel so aufgebaut ist. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht zu viel. Und wir fangen jetzt auch einfach an. Bevor ich zu viel, wie gesagt, hinein interpretiere. Was vielleicht gar nicht stimmt. Don't you think she should stay home today, honey? No, we have to lead a normal life while we can. I know, do not... Look at me like that. We must endure. For how long? Okay. Numi, your backpack. Oh, thanks, Dad. Ist ein bisschen creepy, ist das schon, dass die keine Gesichter haben. See you later, daughter. Ist wohl noch nicht auf Deutsch das Spiel. Oh. Da geht schon direkt los mit der ersten Bombe. Das ging ja schnell. Ich dachte, so ein bisschen lernen wir die noch deren Leben kennen. It seemed like a normal day when the bombing began. Numi, the little girl, must look for the way back home while the Militia? Weiß nicht. Also Militär. Desperately looks for someone to blame for the event. Okay, ja, da haben wir Syrien. Und die Route. Okay, wahrscheinlich sind das Art Level, die man, weiß nicht, soll man sagen, besiegen, schaffen muss, um die Reise nach Deutschland zu schaffen. Nach, ist das Berlin? Ja, wahrscheinlich Berlin. Okay, in Syrien, ich weiß nicht, welche Stadt das ist. Wahrscheinlich Damaskus. Oh, Alter. Mein Controller vibriert unnormal. Bombs, I'm scared. Okay, wir spielen das kleine Mädchen. Numi. Wir sind hier mitten im Krieg. I want to see my grandma and my parents. I have to get back home. Okay. Wir schauen uns mal kurz um. Wo sind wir hier? Wahrscheinlich so eine Art Schule. Sieht so ein bisschen aus. Wir laufen noch Soldaten rum, die sehr stark nach IS-Kämpfern aussehen. Oder nach dem Militär. Oh, 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 oh. Okay, wir müssen, glaube ich, weglaufen. Oh Gott. Jo. Wie sprinte ich? Ich kann nicht. Okay. Wir dürfen dir wohl nicht begegnen. Aber wie verstecken wir uns? Nein. Wie sprinte ich denn? Da hinten war ein Zaun. Mal schauen, ob wir an den Zaun da kommen. Gott, spring! Nein! Hä? Okay, warte, einen Moment. Konzentration. Hat er uns gesehen? Gibt's noch nicht, nein. Okay. Wahrscheinlich müssen wir warten, bis er seine Route fertig hat. Aber wie sprinte ich denn? Ich kann auch nicht hier durch. Einen Moment. Hier können die mich nicht sehen. Okay, jetzt.
frage mich auch, wie viel Gewalt die hier in diesem Spiel darstellen. Wahrscheinlich zeigen die nicht, wie Leute umgebracht werden. Ich habe kein FSK gesehen. Oh! Oh Gott. Zum Glück wird das hier gespeichert. Hier war der Zaun. Okay, am Zaun kann ich wahrscheinlich nicht vorbei, ja. Ich muss warten, bis der seine Route da fertig hat. Und dann können wir da links vorbei. Ich weiß aber auch nicht, wie ich sprinte. Okay. So, soweit haben wir es geschafft. Ist auch keine Map, oder? Oh nein! Schnell, 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 schnell! Yubi! Oh. Also, ist gar nicht so einfach. Das Spiel hat 2 Minuten begonnen. Ich bin schon 5-mal gestorben. Okay. Okay, der Typ hier. Wir warten, bis er sich umdreht und dann gehen wir weiter. Ja, das sind auf jeden Fall, glaube ich, IS-Kämpfer. Also dieser ganze Turban. Und dann die AK-47. Ah, okay, hier können wir rüberspringen. Ja, die Steuerung ist noch ein bisschen schwerfällig. You picked up a color. Collectible, okay. Was habe ich denn auch? Kann's nicht sehen. Ja, jetzt? Auf dem Balkon vielleicht? Nein. Okay, ich muss wahrscheinlich auch noch an dem vorbei irgendwo. Ja, da durch muss ich. Ich kann hier nicht wirklich mich ducken. Okay. Ich weiß nicht so recht. An denen wahrscheinlich nicht vorbei, ne. Ist ja unmöglich. Vielleicht da, wo was leuchtet, aber es sieht aus wie eher Feuer, anstatt etwas zum Einsammeln. Okay. Nee, hier. Ah, da kann ich hochgehen. Okay, das heißt, ich muss schnell. Weil der kommt bis dahin. Ich muss wissen, ob der mich hören kann, wenn ich hinter ihm laufe. Schnell, 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 schnell! Nein! Oh, okay, da kann ich doch nicht hoch. Sie winkt sogar. Guck mal, wie nett. Ja, wohin denn jetzt? Ich weiß es nicht so recht. Ich bin ein bisschen überfragt. Wahrscheinlich ist es sehr simpel und ich krieg's nicht hin. Hier hoch? Ah, okay. Nein. Okay, ich bin hier rüber. Alter, das Herzklopfen wird immer lauter. Oh. Alter, ganz ruhig, Yumi. Die haben dich noch nicht. Wahrscheinlich ist es hier, sonst würde das Herzklopfen auch mittlerweile weggehen. Aber der bewegt sich auch nicht weg. Lauf. Hä? Fuck. Bin ich so dumm? Warum? Guck mal, da war ich doch. Da war nur dieser blöde Topf. Da hoch kann ich nicht. Hier rechts jetzt komme ich auf den Sandberg. Ja.
Ey. Leute, was ist das? Ich lauf mal zurück. Vielleicht kann ich ja sprinten, aber ich drück gerade alles. Aber es geht nicht. Guck mal, jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? Da hinten ist das, dem weißen Laster, okay. Oh boy. Ich bin echt überfragt. Ich gehe mal wieder links. Wahrscheinlich habe ich da was übersehen oder so, mein Weg. Oh, schau mal an! Ich bin auch ein Blindfisch, aber das ist auch sehr schwer zu sehen. Also, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so einfach hier so durch, der das nicht gefunden hat. Ja, guck mal, da vorne, da ist Großmutter! Das ist die, die ich aus dem Bild kenne. Oh, there's my grandmother. She looking for me. Hey, Grandma, I'm here. Okay, gehen wir zur Großmutter. Oh, shit. Was war das? Aber unsere Eltern sind nicht da. Ich nehme an, die sind schon tot oder so. Oh, Grandma, I'm happy to see you. There are a lot of soldiers. Okay. Where are Mom and Dad? My dear, where are you? Are you okay, Onumi? I was so worried about you. My child, we are in great danger here. We must run to safety. The safest way is through the ancient citadel. Let's go. Okay. Kommst du mit, Oma? Okay. Wir müssen da hinten hin. Na, eher rechts rum, ne? Sie hat nicht gesagt, wo die Eltern sind. Also, ich nehme an, die sind gestorben. Weil man ja einem Kind sowas nicht sagt. Sofort. Es sind auch keine anderen Menschen. Da ist jemand. Press to interact. Okay. Ah. Yo, Yumi, ey. Muckis und so. Komm, wir helfen dem. Yumi, we must help him. Ja, ja, alles gut. Ganz ruhig, warte. Kreis. Großmutter, hilfst du mir? Aber wahrscheinlich ist sie zu alt, um helfen zu können. Alter, es geht nicht. Es geht nicht. Es ist zu schwer. Oh, er ist draußen. Thanks for helping me out. You saved my life. Now I can look for my parents. Immer gerne. Los, Großmutter. Okay, wir müssen da durch. Das heißt, erstmal hier rechts. Zum Glück gibt es hier, hier links. Zum Glück gibt es hier keine Soldaten. So müsste ich hier ewig. Grandma, we can't go forward. What are we doing? Okay. Schieben. Und dann da runter. Durchkommen. Okay. My dear, you are young and idle. But I'm too old. You must find a way to jump over the fence. You have to be brave and go without me. Yo, mach ich, Oma. Okay. Kreis pushen. Ja. Hä? Kann ich da nicht hoch? Okay, vielleicht müssen wir das... können wir es ziehen? Ja. Ah, warte, aber das geht doch gar nicht hier. Okay. Ich hab's, glaube ich. Wir müssen hier erstmal das so machen. Und dann auf das kleinere. Nee, warte. Das geht doch gar nicht. So? Okay. Und dann so. Und dann so. Ah, und das runterschieben. Wie kann sie so eine Steinplatte einfach runterschieben? Ja,
Ja, ist ein Spiel, aber... Achso, das ist ein Bett. Ich dachte schon. Keep jumping on the bed. Jo, ja okay, aber so hoch im Bett? Das glaube ich auch nicht, ne? Dass man so hoch springen kann. Das müssen echt gute Matratze sein. So, und jetzt das hier rüber. Okay, und dann spring, spring. Und ich bin rüber. Jetzt kann ich das Tor öffnen vor Großmutter. Das hättest du nicht ziehen können. Aber okay, sie ist alt. Ja, können einfach rübergehen, oder? Kann sie? Oh, das war ja klar. Oh no, the bridge has fallen down. Are you okay, Grandma? Yes, Nomi, I'm okay. Listen, you need me to have music pilot because I will guide you. Okay, in some place you order to Yara. Okay, ihr Name ist Yara. X. Jo, Großmutter. Ich dachte, du kannst das nicht. You can't tell me. Ach so, wir müssen die kombinieren. Dreieck? Was weiß ich? Ich weiß nicht. Also, ein bisschen verstehe ich das noch nicht. Ah, okay, jetzt kapiere ich. X. Und jetzt schieben. Easy. Okay. So viel haben wir schon drauf. Oh, da sind schon noch Leute. Door of the Ancient Citadel, but there's blocked. Was sind das für Leute? Open. Let's help this man to lift it up. Hallo? Kreis? Ich weiß nicht. Hä? Ach so, man muss das drehen. Ach so, ja. Großmutter muss das drehen, ich muss das drehen. Move sticks clockwise. Okay. Ich mach's gleichzeitig, aber das ist gar nicht so einfach. Komm. Noch ein bisschen. Sauber. Und jetzt. Los weg hier, ey. Bevor der IS kommt. Warte, Großmutter. Okay. Oh, shit. Warte. Da sind Leute. Oder. Die sehen aus wie diese Bösen. Vielleicht helfen die uns. Weiß nicht. Hey, you there, freeze. You are under arrest for high treason. Boy, ich bin ein kleines Mädchen. But we are innocent. We haven't done anything. Grandma, what are we going to do with us? Oh, das war schon die Demo? Gracias por jugar la demo de Masira. Warum auf, immer auf Spanisch? Na. Okay. ja, das ging eigentlich ziemlich schnell, die Demo. Also, viel haben wir jetzt nicht gemacht. Ein bisschen durch Dings gelaufen, um abzuhauen. Aber man sieht, in welche Richtung das Spiel geht. Man muss da, würde ich sagen, diese, wahrscheinlich so eine Art Puzzle ist das. Man muss knifflige Dings lösen, um dann zu entkommen. Und nebenbei kommt dann immer diese Story. Ja, also, ich frage mich so, was andere Leute von diesem Spiel halten. Ich denke mal, es wird sehr viele Leute geben, die dieses Spiel dann kritisieren werden. Nicht in der Hinsicht darauf, oh, man macht damit die Flüchtlinge schlecht, sondern man stellt die Flüchtlinge als schwache und arme Menschen dar, die unbedingt Hilfe brauchen. Also es gibt ja immer diese Leute, die sagen, das sind ja nur Männer, die herkommen, Wirtschaftsflüchtlinge. Und die gibt es, ja natürlich, die gibt es auch. Aber es gibt ja auch die andere Seite, zum Beispiel hier, wie
Amina, ich habe ihren Namen vergessen, und ihre Großmutter. Solche Leute gibt es auch, die flüchten und die komplett unschuldig sind, die nichts zu tun haben, die einfach nur in Frieden leben wollen. Ich denke, das wollen ja alle eigentlich am Ende. Bis auf ein paar böse Menschen. Ja, was soll ich sagen? Hole ich mir das Spiel jetzt nicht so, ist nicht so meine Art, so Puzzlespiele. Vielleicht ist die Story an sich ganz gut. Ich warte ab, was andere Leute dazu sagen, also was, wie das reviewed wird, das Spiel. Und dann schaue ich nochmal, für welchen Preis das dann rauskommt, ob ich es mir hole oder nicht. Und ich hoffe, dieses kleine Let's Play hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei einem anderen Let's Play. Euer Yonkomo-san.